Hallo und herzlich willkommen bei Seenuft24, der Tag mit den Nachrichten vom 13.04.2021. Ab Montag, dem 19. April, nimmt der Impfbus des Landkreises Oberspree-Bad-Lausitz seinen Betrieb auf. Der Bus verkehrt in den nächsten Wochen in allen 11 Kommunen im Landkreis. Das Angebot zur Wahrnehmung der Corona-Schutzimpfung richtet sich an impfberechtigte Bürgerinnen und Bürger entsprechend der geltenden Coronavirus-Impfverordnung. Die erforderliche telefonische Terminvergabe erfolgt vorab über die jeweilige Kommune. Wer Interesse an dem Angebot hat und impfberechtigt ist, wendet sich im ersten Schritt telefonisch an die zuständige Heimatkommune. Diese ist für die Terminvergabe und die schriftliche Terminbestätigung zuständig und stellt die benötigten Dokumente bereit. Der Bund fördert ab sofort Ladeinfrastrukturen in der Region. Wie genau, darüber informiert die IHK Cottbus. Der Bund fördert ab sofort Ladeinfrastrukturen in der Region. In dieser Woche ist die Antragsphase für das gänzlich neue Förderprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gestartet. Es unterstützt kleine und mittlere Unternehmen, die öffentliche Lademöglichkeiten anbieten möchten. Dabei werden bis zu 80% der Investitionskosten übernommen. Dies soll dazu beitragen, ein flächendeckendes und nutzungsfreundliches Gesamtsystem aufzubauen. Allerdings ist Schnelligkeit bei der Antragstellung geboten. Insbesondere Unternehmen des Einzelhandels und des Hotel- und Gastgewerbes sowie kommunale Gebietskörperschaften sind aufgerufen, die Förderung für öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur einschließlich Netzanschluss zu beantragen. Die Bewilligung erfolgt im Windhundverfahren. Die Reihenfolge der Eingänge zählt. Eine Beantragung ist nur 2021 möglich. Am 15. April um 10 Uhr findet für alle Interessierten ein Online-Seminar statt. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.cottbus.ihk.de. Die LEAG hat in Zusammenarbeit mit ihrer Projektentwicklerin EP New Energy GmbH Lieferverträge für Windenergieanlagen der 6 Megawatt-Klasse mit GE Renewables Energy geschlossen. Der Auftrag aus der Lausitz ist Teil eines Gesamtpaketes von Kauf- und Vollwartungsverträgen für bis zu 50 Windenergieanlagen der neuesten Anlagenklasse, die innerhalb der EPH-Gruppe in mehreren Vorhaben eingesetzt werden sollen. Mit ihnen sollen technologisch moderne, leistungsstarke und umweltfreundliche Windprojekte in der Lausitz und in Ostdeutschland umgesetzt werden. Die BTU Cottbus-Senftenberg startet in ihr Sommersemester mit einem neuen Studiengang. Unter dem Motto Finde dein Studium online interaktiv lädt die Brandenburgische Technische Universität am Mittwoch, dem 14. April, zum Uni-Infotag online ein und gibt von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr Einblicke in 28 Bachelor-Studiengänge. Im neuen anwendungsorientierten Studiengang Hebammenwissenschaften werden die fachlichen und personalen Kompetenzen vermittelt, die für die selbstständige und umfassende Hebammentätigkeit im stationären sowie im ambulanten Bereich erforderlich sind. Mehr Infos gibt es auf der Internetseite der BTU. Und das sind weitere Nachrichten in unseren Kurzmeldungen. Kostebrau begeht in diesem Jahr sein 600-jähriges Jubiläum der ersten Erwähnung. Dazu wurde viel geplant und vorbereitet. Leider zwingt Corona das Festwochenende im Juni diesen Jahres zu verschieben. Das teilten die Organisatoren jetzt mit, da derzeitig nicht abschätzbar ist, welche Bedingungen und Einschränkungen Mitte Juni sein werden. Es ist aber geplant, einige kleine Veranstaltungen trotzdem durchzuführen. Das Festwochenende wird im Juni nächsten Jahres nachgeholt. Die Jugendweihen und Konfirmation und Erstkommunion im Landkreis Oberspree-Bad-Lausitz werden wegen Corona auf den Herbst verschoben. Allein beim Klettwitzer Verein Jugendfeier Lausitz, der die Feierstunden im Süden des Landkreises ausrichtet, hatten sich 335 Jugendliche für den 24. April sowie 1. und 8. Mai angemeldet. Ersatztermine wurden für den 21. und 28. August und 4. September kommuniziert. In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 179 erhöht. Im OSL-Kreis kamen 4 neue Fälle hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier aktuell bei 149,9. Brandenburg hat das Jahr 2020 mit einem Haushaltsdefizit von rund 1,7 Milliarden Euro abgeschlossen. Das ist das Ergebnis des jetzt vorliegenden endgültigen Jahresabschlusses, sagte Finanzministerin Katrin Lange heute in Potsdam. Das Jahresdefizit liegt damit leicht höher als noch bei der Vorstellung des vorläufigen Jahresabschlusses Ende Januar. Damals war von einem Defizit von rund 1,6 Milliarden ausgegangen worden. Das Defizit wird einerseits gedeckt durch neue Schulden in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro sowie einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage des Landes in Höhe von rund 130 Millionen Euro. Und hier geht's weiter mit den Polizeimeldungen.
Mit einem Wildschwein machte am frühen Dienstagmorgen ein Pkw gegen 4.15 Uhr in der Spremberger Straße in Senftenberg Bekanntschaft. Auf der Landstraße zwischen Fleißdorf und Suschow waren es gegen 21 Uhr am Montag ein Pkw und ein Stück Wild, die in einen Unfall verwickelt waren. In beiden Fällen flüchteten die Tiere von der Unfallstelle und hinterließen Schäden zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Unbekannte Personen beschmierten bereits in der Nacht von Sonntag zu Montag einen in der Karlauer Straße in Senftenberg abgestellten Pkw mit blauer Farbe. Die Polizei wurde über die Sachbeschädigung am Montagnachmittag informiert und leitete Ermittlungen ein. Der verursachte Schaden beziffert sich auf rund 2.000 Euro. Das waren die Nachrichten und hier geht es weiter mit dem Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am Mittwoch gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag sind Schauer möglich bei höchstens 6 Grad. Bis Freitag bleibt es dann überwiegend bewölkt und zeitweise ist leichter Regen möglich. Die Temperaturen erreichen 6 Grad am Donnerstag und am Freitag steigen die Werte bis 8 Grad.